Hallo zusammen, heute ein neues Guide-Video von mir, eurem Admaster und über Gwent 2021. 2016 habe ich Gwent in der Closed Beta gespielt und Alpha und war nicht sehr begeistert, hatte ein angespielt und blöd kommentiert Video gemacht, was auch überhaupt nicht gut ankam, weil zu dem Zeitpunkt das Spiel noch nicht so gut war, wie es jetzt eindeutig ist. Es gab auch einige Änderungen, weshalb solltet ihr es mal gespielt haben, ihr auf unbedingt wieder reinschauen solltet, so wie ich. Denn ich habe jetzt reingeschaut und bin dem Spiel total verfallen. Ich habe zuletzt noch sehr Runeterra gefeiert und gespielt, was aber ein bisschen abgeflecht ist die letzten Monate leider. Und habe deswegen ein neues Cardgame gesucht und durch Zufall haben wir Gwent einfach ausprobiert und seitdem bin ich Feuer und Flamme. Aber ich habe jeden denklichen Anfängerfehler gemacht, den man machen konnte. Und um das, dass euch nicht passiert, in dem schönen Jahr des Coronas, habe ich dieses Video oder werde ich dieses Video gestalten, um euch da ein bisschen zu helfen. Und wenn ihr so doch macht, die Fehler, dann seid ihr zumindest selber schuld. Als erstes, wenn ihr Gwent startet und ein bisschen spielt, oder ihr entscheidet euch jetzt sozusagen dazu, neu zu spielen. Unter dem Link könnt ihr den Freundschaftslink von mir verklicken. Da kriegt ihr ein paar Fässer, ein paar Karten, ein paar Ressourcen mehr. Ich krieg, glaube ich, nicht mehr, weil ich schon da Freunde habe. Aber letztendlich könnt ihr dann so noch ein bisschen mehr Materialien bekommen. Gehen wir mal über das Interface. Das Wichtigste, was ihr habt, sind hier oben die Leisten und natürlich die Buttons hier. Ich glaube, es soll so ähnlich auf dem Tablet aussehen. Nicht ganz. Ich spiele es auf dem PC. Wenn es auf dem Tablet anders aussieht oder auf dem Handy, dann versucht es zumindest umzudenken. Hier oben haben wir einmal mein Account-Level. Gwent kann man prestigen und wenn ihr prestiget, also sozusagen genug gelevelt habt, habt ihr bessere Chancen, animierte Karten zu bekommen, die Premium-Karten. Super cooles System, motiviert dazu zu prestigen. Das hier ist tatsächlich der Ladder-Rang 23, was gar nicht schlecht ist dafür, dass ich gerade erst vor drei Tagen wieder angefangen habe. Und das dritte Symbol ist der Season Pass. Hier haben wir die Währung von Gwent. Einmal die Erfolgsschlüssel oder die Schlüssel, um Erfolge freizuschalten, was ganz nice ist, um ziemlich viel Währung zu bekommen. Die Echtgeldwährung von Gwent, sozusagen um die Fässer zu kaufen, Keks, um ein Fass aufzumachen sozusagen. Die Fetzen, um Karten zu craften, das ist sozusagen das, was ihr bekommt, wenn ihr eine Karte zerlegt. Denkt dran, eine Karte zu craften kostet zum Beispiel 100 Fetzen. Um sie zu zerlegen, bekommt ihr dann nur noch 25 raus. Das heißt, ein Viertel vom Zerlegen oder vom Craft-Preis kriegt ihr nur wieder. Weshalb ich davon rate, auch wenn das viele andere Streamer wohl anders sehen, zerlegt nicht euer Deck auf lange Sicht gesehen. Wenn ihr jetzt anfangt und kriegt Karten und zerlegt alles, tut ihr euch selber unglaublich weh. Natürlich könnt ihr schneller so an gewisse Meta-Decks bekommen und die dann auch spielen. Ich glaube aber langfristig gesehen tut ihr euch weh, wenn ihr diesen Weg weiter begeht. Indem ihr immer wieder Karten zerlegt, die ihr bekommt und die vielleicht nicht craftet. Weil Meta ändern sich und dann habt ihr die Karten, braucht ihr plötzlich Karten, die ihr vorher zerlegt habt. Dieser Staub hier, das ist nichts anderes, um sozusagen eine Karte in eine animierte und soundbedingte Karte zu machen. Übrigens, super cooles System. Boost, Riot. Ich hätte das auch gerne in Runeterra gehabt. Animierte Karten mit ein bisschen Sound, mega coole Idee. Extrem geil, feiere ich total. Das Fiese ist nur, dass man, wenn man das Tutorial spielt, die ganze Zeit die animierten Karten sieht und richtig geierig wird. Und dann kommt man in das normale Game und dann kriegt man erstmal nur normale Karten. Und natürlich haben wir noch die Fässer. Ihr seht, ich bin pleite. Um Fässer sozusagen aufzumachen. Da habt ihr immer 5 Karten drin. Die mittlere ist mindestens rare und die mittlere könnt ihr immer eine von 3 raussuchen. Ganz wichtig, wenn ihr sozusagen neu seid, gehen wir mal in die Deckschmiede rein. Macht nicht den Fehler, den ich mache und versucht, möglichst viele Fraktionen zu spielen. Das geht in Gwent nicht. Konzentriert euch wirklich auf eine Fraktion. Es gibt Monster, nördliche Königreiche, die Elfen, Skelligen, Nilfgaard und Syndikat. Wobei Syndikat würde ich tatsächlich total abraten als Anfänger, weil ich habe es natürlich versucht als erstes, aber hat schon sehr viele Mechaniken, wo man in Gwent die anderen Karten kennen muss und seine eigenen Karten auch kennen muss. Und da werdet ihr einfach erschlagen, wirklich in Form von erschlagen, weil jede Fraktion
gehen wir jetzt einfach mal in die Monster, weil das ist sozusagen die Fraktion, die die meisten euch empfehlen wird, wo man startet. Die spiele ich auch gerade aktuell. Jede Fraktion hat eine zusätzliche Fähigkeit. Die seht ihr hier, es sind immer 7. Und jede dieser Fähigkeiten kostet zum einen, das hier sind die Kosten, die ihr da sozusagen für diese Fähigkeit braucht, aber jede dieser Fähigkeit entspricht einer anderen Playstil, den ihr in dieser Fraktion habt. Zum Beispiel Rückenschild, da verbessert man Einheiten, 3 Stück, also ist etwas, dass man Monstereinheiten pusht. Was ich im Moment mache, ich spiele Vampir, das ist Blutspur und damit kann ich sozusagen Blutung verteilen. Komplett anderes Playstyle, unterstützt auch komplett andere Karten. Wir nehmen jetzt einfach mal Rückenschild, einfach nochmal, um das zu zeigen. Denkt dran, also jede Fraktion hat sozusagen unterschiedliche Unterdecks, die man spielen kann, was auch unterschiedliche Taktiken ermöglicht dadurch. Was ich schon mal super gut finde, wenn man bedenkt, dass man in manchen Card-Games einfach nur noch in letzter Zeit die besten Karten aus ihren jeweiligen Fraktionen spielt und das war's. Hier hat man zumindest die Möglichkeit, in jeder Fraktion in den Unterskills ein Karteck für sich zu entdecken, wenn man die Karten hat. Das ist nämlich das Problem, das größere Problem. Jetzt sagen wir mal, wir nehmt jetzt so wie ich die Monsterfraktion, dann gibt es, wie ihr seht, es gibt eine Karte, die ihr hier habt. Das ist sozusagen die Startkarte, falls ihr startet. Also am Anfang ist ja der Coinflip, welcher der beiden Spieler startet. Und derjenige, der startet, erhält dann in dem Fall den taktischen Vorteil. Es gibt aber auch andere Startkarten, hier zum Beispiel Kristallschädel, da müsst ihr euch dann miteinander auseinandersetzen, wenn ihr dann verschiedene Decks spielt. Ich zeige jetzt erstmal kurz nur meine Karten, damit ich auch selber ein bisschen zurechtkomme. Wichtig beim Deck zusammenbauen ist, versucht es am Anfang erstmal gar nicht, es hört sich böse an. Guckt euch Guides an von Quent-Streamern oder YouTubern, die das ein bisschen erklären. Letztendlich habt ihr Bedingungen, wie ein Deck aufgebaut seid. Es müssen mindestens 25 Karten drin sein. Davon müssen es mindestens 13 Units sein. Und ihr habt eine Maximal-Deck-Rekrutierungskosten von 165. Rekrutierungskosten ist, seht ihr sozusagen hier an den Karten, unten rechts sind die Kosten. Oben links ist immer der Status, was es für eine Karte ist. Also wenn eine Zahl ist, ist das die Stärke und HP. Also in Gwent ist das sozusagen das Gleiche. Wenn diese auf 0 fällt, verschwindet die Karte vom Board. Wenn es eine Flamme ist, ist es ein Spell. Und wenn es eine Uhr ist, ich gucke gerade, ob ich ein Artefakt habe, ist es halt ein Cage, Entschuldigung. Könnt ihr dann daran erkennen, je nachdem, was es ist. Es gibt dann auch noch diese Quests, die man dann sozusagen aufbauen muss. Da gucke ich gerade, ob ich auch noch einen habe, aber ich sehe jetzt gerade nicht. Ich bin ja vorbereitet, wie ihr seht. Letztendlich könnt ihr anhand der Karten sehen, Kosten, Stärke und HP, wie oft ihr die sozusagen habt, ist jetzt in dem Deck drin. Und hier oben ist noch Armor. Armor ist so ähnlich wie ein Hearthstone, der muss halt weggehauen werden, bevor es auf die Stärke geht. So, dann gibt es, was ich vorhin schon erzählt habe, immer eine normale Version und eine Premium-Version. Die Premium-Version, sehr cool, ist halt immer animiert und mit Soundeffekt. Finde ich mega. Ihr könnt normale Karten, wenn ihr die habt, zu Premium-Karten umwandeln, transmutieren und dafür braucht ihr diesen Staub. Werdet ihr am Anfang nicht so viel haben, hoffe ich zumindest für euch, denn dann wäre ich wieder neidisch und baut euch. Also die Premium-Karten ist nichts anderes, außer es sieht halt cool aus. Braucht ihr nicht, um gut zu spielen. Aber so funktioniert das. Jetzt kann man sich sein Deck hier vollhauen, wenn man die Bedingungen erfüllt und kann dann theoretisch direkt losspielen. Weshalb ich aber jetzt sage, konzentriert euch auf eine Fraktion, ist einfach, ich habe Folgendes gedacht, weil ich es gewohnt bin von anderen Card Games. Wenn ihr Card Game affin seid, werdet ihr es kennen. Man kauft sich sozusagen die Booster, hier Kartenfässer, und kauft sich die am Anfang, in denen alles drin ist. Sozusagen alle Karten drin. Da Gwent inzwischen einen riesigen Cardpool hat, weil es ja auch in den eigentlichen Fraktionen immer unterschiedliche Playstyle-Stile gibt,
Lohnt es sich einfach wirklich für die Fraktionen, die Fässer zu kaufen, die ihr erstmal spielen wollt. Bis ihr da zufrieden seid und sagt, jetzt bin ich mit der Fraktion so gut vertraut, habe genug Karten, dass ich eine zweite Fraktion angehen kann. Ganz wichtig, das zu machen. Ich habe leider mein ganzes Anfängerkapital in die neutralen Fässer, beziehungsweise in die Ultimate-Fässer reingehauen. Und das war nicht so toll. Neutrale Fässer ist immer noch, es gibt halt sozusagen eine neutrale Karten. Fraktion, die in alle anderen Fraktionen reingehen kann. Also die muss man vielleicht dann, wenn man sich auf Monster fokussiert, vielleicht zwischendurch auch mal neutrale kaufen. Oder wenn man sich auf Nilfgaard fokussiert, dass man die zwei kauft. Ganz wichtig, nicht machen, dass man sozusagen overall, ich habe einfach gedacht, wie man es halt so kennt, ne? Ich will halt eh meine ganze Kartenkollektion aufbauen, also kaufe ich mir direkt das ultimative Fass, wäre für einen Anfänger eigentlich immer sinnvoll, geht aber nicht auf, wenn der Cardpool so groß ist, dass man dann deswegen kein eigenes Deck bauen kann. Deshalb macht das nicht. Und dann der nächste Tipp. Auch ganz interessant, wir haben ja davon geredet, dass es hier diese Freischaltungsschlüssel gibt, Belohnungsbuch, in dem ihr sozusagen Belohnung freispielt. Das ist eigentlich ein cooles System. Ihr seht hier, hier gibt es auch an der Seite Reiter, wo es unheimlich viele Sachen noch gibt und ich noch sehr viele Schlüssel brauche. Wir gehen jetzt einfach mal hier in das Monster. Ihr seht, ich baue jetzt natürlich, konzentriere mich gerade aufs Monster. Ihr habt dann immer einen Startpunkt und müsst euch sozusagen den Weg freikaufen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel dieses Erz kaufen würde, brauche ich einen Schlüssel. Dann brauche ich hier zwei und hier wieder drei und dann könnte ich hier mir diesen Skin kaufen. Was ganz wichtig ist dabei, ist nicht die Kisten unbedingt fokussen. Die sind zwar toll, weil man denkt so, oh, da sind Fässer, aber noch viel besser sind die Schriftrollen. Denn wenn ich dann sozusagen in einem dieser Baum, seht ihr ja, beim ersten kriege ich dann halt 250 Erz und je mehr ich dann sozusagen diese Schriftrollen habe, desto mehr zahlt sich das aus an Erz, was dann wiederum Fässer entspricht. Jetzt schauen wir mal, hier sind halt nur zwei Monsterfässer drin, ein bisschen Scraps. Und ein bisschen Meteoritenstaub. Hier, wenn ich dann sozusagen die vierte Stufe habe, sind es halt fünf Fässer. Weshalb es sich einfach lohnt, da mal zu gucken, dass man immer diese Storyknoten bekommt und die dann auch voll zu haben. Diese guten Dinger sind nichts anderes als Skins, die lasse ich jetzt zum Beispiel aus. Es gibt Leute, die dann zum Beispiel sagen, ja, mach doch zu Ende. Ich denke mir, ich möchte natürlich jetzt erstmal sozusagen Monster zu Ende spielen. Das bin ich jetzt dabei. Jetzt bin ich natürlich verrückt und gehe ins Syndikat. Und habe da schon freigespielt. Aber wie gesagt, das ist dann euch überlassen, wie ihr das macht. Ihr seht, jetzt habe ich hier schon zum Beispiel vorbereitet, dass ich hier mir den Storyknoten holen kann. Den Storyknoten holen kann, da die Kiste. Und muss mich dann noch sozusagen in die Richtung des Storyknotens arbeiten, genauso wie hier. Das können wir auch kurz machen. Dann bin ich da auch befriedigt. In Form von, mir geht es dann besser, wenn ich das habe. So, und dann seht ihr, jetzt kann ich mich sozusagen entscheiden, ich könnte mir auch den Skin holen, aber das will ich gar nicht. Ich will ja jetzt erstmal nur die Goodies haben und später dann, wenn ich dann zu viele Belohnungsschlüssel habe, kann ich dann den Rest mir kaufen oder freispielen. Also auch hier wichtig, sich fokussieren auf die wichtigen Sachen, damit man möglichst viel Währung hat, dann möglichst viel Fässer sich holen kann und eventuell möglichst viel Scraps oder Crafting-Materialien zu halten. Dann auch ganz interessant, wenn ihr dann sozusagen soweit seid, dass ihr spielen wollt. Gehen wir jetzt einfach mal rein. Es gibt ja jetzt auch gerade einfach, gehen wir einfach in den Modus. Es gibt immer wieder saisonale Modi, wenn ihr hier schaut. Und es gibt im Moment heute zum Beispiel den Gwent Day. Das ist halt wohl mittwochs immer. Da kriegt man ein bisschen mehr XP. Nehmen wir jetzt uns einfach mal, ich weiß jetzt gar nicht, was ich nehmen möchte. Ach, könnten wir jetzt, ich habe mir ein neues Deck gebaut, hier das Monster-Deck. Und probieren das mal aus, damit ich euch da noch was zeigen kann, wenn wir im Spiel sind. Die Regeln solltet ihr eigentlich verstanden haben von Gwent. Wie gesagt, es ist ein ganz anderes Spiel als das von Witcher, beziehungsweise das, was 2016 rausgekommen ist. Ich finde es inzwischen viel besser. Das ganze Spiel, müsst ihr euch so vorstellen, geht eigentlich tatsächlich um Card Advantage. Das ist bei anderen Card Games natürlich auch immer so der Fall, aber hier zählt wirklich fast jede Karte. Also man sagt in der Regel, wenn der Gegner zwei Karten mehr hat als ich,
hat er eigentlich gewonnen. Bei drei Karten ist es eigentlich so gut wie nie möglich, noch zu gewinnen. Deshalb ganz wichtig, sein Card Advantage aufzubauen. Und in der ersten Runde aufpassen, dass ihr nicht den Fehler macht, dass ihr mindestens 7 Karten runterspielt. Denn man zieht ja immer 3 Karten nach, wenn sozusagen eine Runde entschieden ist und beide Spieler gepasst haben. Wenn ihr noch 8 Karten habt, dann zieht ihr nur 2 nach und die nächste Karte sozusagen wird euch dann ein Reroll gegeben in Form von, ihr dürft euch eine Karte wegrollen. Das ist aber in einem Game, in dem es sozusagen der Kampf des Card Draws und der Kartenübermacht ist, immer schlecht. Also es ist eigentlich immer von Nachteil, wenn ihr das machen würdet. Es gibt sicherlich bestimmt Taktiken, die da sogar drauf aus sind, sozusagen zu rerollen und nicht so viel Karten auszuspielen. Aber overall muss man sagen, versucht immer in der ersten Runde mindestens 3 Karten auszuspielen, mit Monster sowieso, als Anfänger, damit ihr nicht dieses Problem habt, dass ihr mit dem Card Advantage Probleme bekommt. Das ist ganz wichtig. Jetzt ist mein Gegner AFK, ist ja auch lustig. Kann ja passieren. Dass er dann, er passt halt auch direkt gut. Ja, und jetzt ist er dran und er ist eigentlich da. Ich weiß nicht, warum er das macht. Letztendlich ist es so, wie es ist. Also das wäre zum Beispiel eine Regel. Dann gibt es noch den Tipp von mir, das sind so kleine Feinigkeiten. Wenn ihr als erstes passt und ihr habt ganz viele, oder der Gegner hat Minions, die sozusagen über der Zeit wachsen. Also es gibt so Minions, die einfach mit jeder Runde Stärke dazu bekommen. Das müsst ihr mit einberechnen. Dass sozusagen, jetzt werde ich die Runde gewinnen, einfach weil ich hier 5 Stärke habe und er nicht. Immer mit einberechnen, zum Beispiel auch Blutungsdots beim Vampir-Deck, was ich spiele, vergessen das ganz häufig die Leute, dass jede ihrer Karte einen Blutungsdot hat. Und sie deswegen nachträglich in den Punkten darunter sind. Deshalb gucken, wie das Passverhalten ist. Ich weiß nicht, was er da spielt, aber anscheinend ist es so. Gut, wir haben gewonnen. Einfache XP, der war unkäfig, also er war einfacher AFK. Gut, passiert. So, dann habe ich noch einen Tipp, was auch komplett anders ist als in anderen Card Games. Also es ist schon immer so gewesen, dass wenn man sozusagen nicht Ranked spielt, man gegen alle Karten spielt. Ich rate euch, sobald ihr aus dem Menü seid, spielt einfach diesen, also ich glaube, man kann es eh erst freispielen, wenn man Rang 25 ist, kann man den Haken hier wegmachen, macht den Haken bloß nie weg. Wenn ihr diesen Haken wegmacht, werdet ihr, also zumindest ist es mir und all meinen Freunden so ergangen, werdet ihr zerstört von Leuten, die wirklich extremst gute Meta-Decks habt und ihr denkt so, ich will ja eigentlich nicht Ranked spielen und will nur mein Deck ausprobieren. Das kann man mal machen, aber stellt euch darauf ein, dass ihr wirklich extremst harte Gegner habt. Ich habe festgestellt, dass ich besser dran bin, wenn ich einfach den Haken dran lasse. Sonst bleibt mir nur zu sagen, ich habe ultra viel Spaß, wenn ihr meine Reise begleiten wollt. Das waren die ersten wichtigsten Tipps, die ich sozusagen für euch parat gelegt habe, die ich sehr wichtig finde, denn damit kann man sonst sehr viel falsch machen leider in dem Spiel. Ich habe sehr viel Währung verloren, also an Scraps und auch sehr viel Karten breit gefächert leider, anstatt in eine Fraktion rein, was nicht so gut ist. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Wenn ihr unsere Reise in Gwent verfolgt, kommt gerne ins Discord oder im Stream Mads World. Wir sind im Moment sehr aktiv, was Gwent angeht. Im Moment sind natürlich auch ein paar MMOs, die anstehen in Betas, aber wir werden Gwent auf jeden Fall weiter bedienen. Ich hoffe, dass wir demnächst auch ein Deck vorstellen können. Das wird vielleicht der Bane machen, sonst werde ich es auch erklären, wenn ich dann die Karten und die Scraps habe. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Supporten. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß in Gwent 2021. Bis dahin, ciao, ciao.